Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Battlefield 1 mit mir, Alewach 1990. Krieg im Ballsaal ist die Map, im Spielmodus Rush. Und ich würde sagen, auf geht's. Und wir sollen die beiden Ziele verteidigen. Ja, erstes oder zweiter Multiplayer Versuch für mich jetzt im Originalspiel. Und ja, mal gucken, wie wir uns schlagen. Ich habe eben nämlich schon mal die ersten Versuche gemacht. Und es ging gar nicht mal so schlecht. Also es ging auf jeden Fall ganz gut ab, muss ich sagen. Und da haben wir auch schon den... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon den ersten Kill gemacht habe. Ich würde schon ganz gerne hier bleiben. Ich glaube, ich bezweifle, dass meine Mates das hier... hinkriegen. Scheiße! Fuck! Egal. Macht auf jeden Fall zum Anfang, macht schon mal Bock. Also es macht Bock mehr als die Beta. Gut, es war halt so gesehen die schlechteste Map, die sie hätten bringen können in der Beta. Aber ja, war halt klar, warum sie die gebracht haben, weil da halt nur alles drin ist. Wir haben Einsatzziel und verloren. Jo. Ah, das ist ein bisschen kacko, wenn ich auf den schieße. Komm, 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 komm. Schön im Graben hier rein, beziehungsweise im Bunker rein. Ja, komm mal her. Normalerweise ist das ja... Oh fuck, oh fuck! Ah! Die sind ja so schlau und schießen hier rein. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die so doch so intelligent sind und hier reinschießen. Ich würde da trotzdem mal das MG benutzen, auch wenn... Ja. Okay. Ja, scheiße, Mann, Alter. Fuck. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass die so schlau sind und da einfach mal in die Schießscharte reinknallen in den Bunker. Oh, entschärft, sehr schön. Okay, also es ist schon mal lustig. So. Ja, immer noch für euch am Release-Tag um irgendwie 2 Uhr oder so tue ich das schon mal alles für euch vorbereiten. Alles drum und dran. Für das Wochenende praktisch für heute, für Samstag und für morgen, für Sonntag. Werde ich da zweimal Multiplayer aufnehmen. Um euch da ein bisschen schon mal den Geschmack von Battlefield 1 zu verleiten. Ich habe jetzt nicht das richtige Wort im Start. Na komm, ich weiß, ich pistel gerade hier nur, aber ich habe gerade keine Chance, irgendwie meine Waffe... Lol, okay. Da musste ich gerade eben erstmal hingucken. Ist das nun meine oder ist das nun nicht meine? Das steht da so. Hätte ja sein können, dass es nicht meine ist. Dass es meine ist und ich hätte da fast... Obwohl, Teamkill geht's ja nicht. Ist ja kein Hardcore. Das heißt... Na, soll. Wäre so egal gewesen. Was habe ich denn? 7-2 ist ganz okay. Aber die Map ist... Wieso heißt die denn ausgerechnet... Ich apropos, ich musste nur noch ordentliche Thumbnails... Scheiße, ich brauche noch Thumbnails. Egal. Da mache ich mir einen später Kopf drüber. Die kann ich ja immer noch im Nachhinein hier einfügen. Ich würde trotzdem ganz gerne nochmal da an den Punkt rein. Also ich denke mal, die haben echt schwer, weil wir haben halt den Bunker, wo ich halt permanent drinne sitze. Und ich würde da auch ganz gerne mal mit dem MG ein paar Leute wegholzen. Oh, ich glaube, die werden echt schwer haben hier irgendwie großartig jetzt. Okay. Außer die kommen jetzt mit einem Landkreuzer Mark 5 an und schießen mir in den Arsch mit dem fetten Geschütz. Ja gut, das ist dann natürlich nicht so schön. Aber wir hätten praktisch noch eine Möglichkeit... Ne, beitreten ist schon richtig. Wir hätten aber trotzdem noch eine Möglichkeit zu gewinnen. Was ist denn das? Die 4. Ah, fuck. Dann steht er da rechts. Okay, er lag da sogar. Im Haus? Okay. Ja gut, die Medics sind halt so typisch Battlefield-like nicht da. Gut. Jeder will erstmal ein anderes spielen, ist klar. Obwohl Battlefield hatte... Ich finde, seit Battlefield 3 haben die Medic-Aktivitäten so stark nachgelassen. So in Battlefield 2, beziehungsweise Bad Company oder so, war die doch schon noch bedeutend stärker da. Oh shit, oh shit. Aber ich finde, es ist halt auch mega realistisch gemacht mit den Schreien und alles. Was habe ich denn jetzt? 5-8.
Ja, ist okay, ist okay. Kriegsanleihen erhalten. Ach so, stimmt. Damit können wir ja die Dingens erhöhen. Damit kann ich mir neue Waffen und so was freikaufen. Was ist denn das? Ach so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber hey. Einfach mal schmeißen. Okay, so viel dazu. Na, was? Feind getroffen plus 101? Ach so, er hat bestimmt die Hitpoints des anderen noch mitgenommen, oder? Weil ansonsten wäre der Typ ja theoretisch tot. Eigenartig. Egal. Wieder rein in Gefecht. Auf geht's jetzt hier. Da steht sogar noch einer. Was sagt die Zeit? Zeit. Keine Zeit. Okay, das, wie der Baum da gerade abgesunken ist, sah leicht strange aus. Hier hinten. Die Frage ist halt, wo... Wie geht denn das? Wie kommt die ja nur für A so schnell hin? Ja gut, A ist auch irgendwie im Arsch der Welt. Ah, nee, das meine ich. Ich wollte gerade sagen, jetzt sprintet einer zu B rüber. Wie soll ich denn da so schnell nach B, nach A rüberkommen? Und da fährt schon wieder ein Panzer. Holy shit. Komm, lauf. Okay, 9 Minuten sind am Start. Man hat... Eine war hier am Fenster. Ja, scheiße. Und mich holt er dann natürlich weg, scheiße. Ich habe ihn am Fenster gesehen. Ich dachte, gut, dann holt mein Mate ihn, aber... Na gut, so viel dazu. Ja gut. Ich bin mal gespannt, wie ihr Battlefield 1 aufnehmt. Auf jeden Fall. Es wird jetzt eine Woche lang Battlefield 1 geben. Allein... Um es halt erstmal zu präsentieren, das sind dann irgendwie 5, ja, so ungefähr, will ich das erstmal auf 10 Folgen ausweiten. Weil am Wochenende gibt es ja nur 2 Folgen und dann, ne, gibt es dann halt rechtzeitig noch ein paar Folgen. Obwohl, es können noch weniger werden. Hi, my friend. Wo ist er denn? Alter! Wie ist denn hier überhaupt Mist denn? Oh, okay. Darf ich da rein? Nope. Weil der Typ den Ding gerade repariert. 4. Na, scheiße! Ich habe noch den Feind getroffen. Ich habe die stark beschädigt. Ich habe das Fahrzeug stark beschädigt. Wuhu! Normalerweise müsst... Ah, scheiße, reicht nicht. Einer müsst noch. Ja. Eine Granate müsste noch. Ah, Mann, Alter, ich vergesse immer, dass ich das ganzen Kram nur überspringen kann. Mein Gott, Alter, der Typ ist nur am Flame, der Typ. Dass die Medics halt ihre Arbeit machen sollen. Ja, gut, ist klar, dass die Medics... Ich denke mal, hier werden halt extrem wenig Medics sein. Okay. Oh, lol. Schade. Aua! Alter, das könnt ihr doch nicht machen, Mann. Achso, das ist unsere Artillerie, alles klar. Ja, das ist halt so typisches Artilleriegeschütz. Hier vorne kommen dann ein paar Pferdchen ran und werden dann... Alter, fuck you, Alter. Holy shit, Angreifer rücken vor. Ist mir bewusst. Oh. Weil es ist ja nur... Ne, Battlefield gehen ja nur mal ein bisschen länger, die Sessions. Und ich habe jetzt schon mal ein... Oh, oh. Ein Rush genommen, was halt ein bisschen schneller geht als eine Herrschaft. Oder eine Eroberung heißt es ja hier. Und daher, ja, bin ich mal gespannt, wie ihr Battlefield annehmt. Gefragt wurde dann nachher schon. Und ich hoffe mal, dass ihr es genauso gut annehmt wie ich. So, den nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, was das für ein Typ war. Der war auf jeden Fall, sah der schwer gepanzert aus. Theoretisch kommen die alle von da, ne? Ich würde mich ganz gerne nochmal am MG ransetzen. Mein Glück nochmal versuchen. Ich kriege hundertprozentig eine Sniperkugel ins Gesicht. Das war so klar. Aber der Typ steht da. Okay. Holy shit! Habt ihr diesen Hechtsprung gesehen? Der kam mir schon entgegengeflogen durch die wegen die Granate. Wo ist denn jetzt... Komm, wo ist ein B? Ja, super, ich muss natürlich einmal eiskalt über den kompletten Hof rüber.
Na, scheiße, da hat meine Pistole nicht ausgereicht. Ja, was sind denn hier? Oh, 38 ist, der ist auf jeden Fall ganz gut in Sucht hier. Ich verstehe halt nicht, er ist halt so ein dummer Sniper. Ich verstehe halt nicht, er heult umher. Medics, macht mal was. Den kann er doch selber Medic spielen. Da verstehe ich halt nicht, warum er denn so ein Sniper spielt, wenn er umherheult. Pass auf, es sind keine Medics da. Das verstehe ich den halt nicht. Das sind halt immer die Besten. Die stehen dann irgendwo und snipen und campen sich den Arsch ab. Und wenn sie dann mal zu Null spielen wollen oder so, und dann natürlich in dem Moment kein Medic da ist, weil ich renne auch nicht querfeldein, 1000 Jahre, um einfach nur so den Spacko da zu heilen. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Pass auf, der heilt mich nicht. Die ganzen Medics sind halt kacke. Alles drum und dran. Da läuft einer. Plus 49. Also 49 Schaden halt gemacht. Na, scheiße. Machen die echt so viel Schaden? Holy shit. Ja gut, die haben wahrscheinlich auch schon die verbesserten Waffen. Ich habe jetzt nur Kriegsanleihen, aber ich werde mir das mal alles später reinziehen. Ich werde auch erstmal nur die Folge für mich halt morgen, also für Samstag heute aufnehmen. Ich werde mal Medic gehen und mal gucken, was die an so Schaden macht. Normalerweise ist der Schaden gar nicht mal so schlecht. Was sind das? Die drei. Ja, super. Aber immerhin hat der Typ überlebt. Ich weiß nicht. Normalerweise müsste ich auch Punkte bekommen haben. Ich hab's aber nicht mitgekriegt. Beitreten. Na, scheiße. Na, komm. Dann sind wir wieder da. Hier, erste Hilfe. Danke. Ja, kein Problem. Danke. Ich verstehe halt nicht, von wo die kommen sollen. Beziehungsweise von wo die kommen. Normalerweise kommen sie ja von da. So wie der. Okay, das war... Bisschen optimistisch. Ah, scheiße. Es hat sogar ein Schuss funktioniert. Also man kennt's ja. Wenn ihr halt mir zuschaut, dann kennt ihr ja, wie ich spiele. Mit den Sidesteps aus CSGO. Und es hat sogar funktioniert, aber 2 gegen 1, gut, war halt ein bisschen schade, dass ich nicht direkt gekriegt habe. Der braucht nix, der braucht nix. Aber so die Maps, ja, können einen schon gefallen. Und die Frage ist halt, was ich nachher mehr spielen werde, intensiver spielen werde, ob es nachher nur wieder Rush ist oder Eroberung oder sowas. Really? Ist keine. Da ist auch keine. Ja, super. Plus 80. Super! Wie soll ich denn da jetzt so schnell hinkommen? Ah, nice. Wozu ein Schild? So, den nehmen wir mal mit. Oh, 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 oh. 3. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Ich hoffe es mal. Hi. Nein, ich habe ihn zu spät gesehen. Ach, ein HP hat er nur noch. Ja, und er hat schon so ein großes Medikit, was er sich halt komplett in den Arsch schieben kann, sodass er komplett geheilt wird. So eine Kacke. Wo ist er denn? Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Albert platziert. Hey Mate, hier, pass mal auf. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Ich hoffe es mal. Granaten oder so ein Kram. Egal, ich habe sogar einen gekillt. Ich habe sogar einen gekillt. Gut, eine schöne Granate. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Granate? Und einen habe ich sogar auf 10 HP runtergeschossen. Nee, nicht schlecht. Wie steht's denn? 4 Minuten müssen wir noch durchhalten, beziehungsweise die haben noch 20 Spawn-Punkte. Please place the object not camping on the roofs. Was der schon hier will von mir. Also an mir liegt's nicht. Und zack. Ah, ich hab ja oben meinen Counter drin, also durchgehend 130, zwischen 100 und 144 FPS. Und die campt bei mir am Spawn, holy shit. Sanität in der Nähe 14. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Botzan zu mir kommt. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Na, egal. Der Krieg braucht mich, das heißt, ich kann mich nicht lange beschäftigen mit den auf dem Sunny warten.
Obwohl, mit dem Spawn ist halt ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Die spawnen ja nicht, also ich, ja, die campen ja nicht bei mir, nicht im Spawn, sondern hier sind die Dingens ja am Start. Zack. Habt ihr es? Jawohl, ich habe einen geholt. Ich habe einen reanimiert. Oh, oh. Na, scheiße. Auf jeden Fall, die spielen schon mal gut. Also die, die jetzt schon ein bisschen länger spielen, die spielen echt gut. 17, 15. Es hat so schön angefangen mit 7-2. Na, egal. Normalerweise müsste mein Teammitglied noch hängen, ne? Ja, nee, schade. Ich glaube, der ist gerade in dem Moment, wo ich spawnen wollte, gestorben. Flammschützenkit. Jawohl, wir haben gewonnen. Geil. Ah, kann man mal GG schreiben. Ich habe jetzt nicht großartig irgendwas gemacht, aber ich kriege trotzdem gute Punkte. Und wir haben für Deutsche Reich hier gespielt, ja? Worst Team ever. Ja, was der schon wieder umherholt. Na gut, egal. 15 Minuten. Nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Lasst ein Like da, wenn ihr das Video gemocht habt. Und ihr könnt natürlich unterschreiben, ob ihr noch mehr Battlefield 1 wollt. Oder halt, ob es erreicht euch für 10 oder mit 10 Parts oder so. Auf jeden Fall, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.